Guten Abend, herzlich willkommen bei Plus Minus, Ihrem Wirtschaftsmagazin. Nach einem langen und harten Arbeitsleben im Ruhestand sein und dann zu wenig Geld haben, das ist richtig bitter. Wer kann, der versucht, sich noch etwas dazu zu verdienen und die magere Rente ein wenig aufzubessern. Immer mehr Rentner konkurrieren so mit den Jüngeren um Minijobs. Dabei gibt es mittlerweile spezielle Angebote für Senioren, denn die gelten als besonders zuverlässig. Was auf die Anbieter nicht immer zutrifft. Was Rentner auf der Suche nach einem Nebenjob alles erleben, hat Plus Minus recherchiert. Weil die Rente nicht reicht, brauchen sie Nebenjobs. Sie arbeiten als Putzfrau, Wachmann oder Busfahrer. Und werden mies bezahlt. Bittere Realität für immer mehr deutsche Senioren. Und wenn er noch 5 Jobs hat, schickt es trotzdem mit, ne? Weil sie überall ausgequetscht werden. Ne? Ich gebe dir 6 € die Stunde und du kannst essen und trinken umsonst. Das ist das gleiche wie Mindestlohn. Das sind grobe Gesetzesverstöße nach meiner Einschätzung. Und das ist ein Fall für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Plus Minus deckt auf, was Rentner bei der Jobsuche erleben und unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Wir sind im hessischen Hofheim. 45.000 Rentner leben hier, jeder 10. am finanziellen Limit. Kleine Rente, hohe Mieten und Lebenshaltungskosten. Eine Misere, in der auch Michael Schirdewahn steckt. Wohnung und Nebenkosten verschlingen den Löwenanteil seiner Rente. Sind die Fixkosten weg, bleiben nur noch 300 € im Monat zum Leben. Dann wird es dann halt doch manchmal eng. Ne? Deswegen suche ich auch so mal einen kleinen Nebenverdienst. Ein Minijob auf 450-Euro-Basis. Das wäre optimal für den 75-Jährigen. Doch welcher Arbeitgeber bietet so etwas für Rentner? In der Zeitung magere 2 Stellenangebote. Ein Job in der Waschanlage und hier mobiler Früchteverkauf. Extra für Rentner. Das wäre was für mich. Ne? Weil ich fahre gern Auto und ich finde auch wohin. Mein Orientierungssinn ist gut. Doch welche Tätigkeit steckt wirklich dahinter? Unser Fahrer bringt Sie morgens in irgendeine Ortschaft im Umkreis von 200 Kilometern und da verkaufen Sie dann Obst von Haus zu Haus. Wie ist denn die Bezahlung überhaupt? Wir geben Ihnen 20% Ihrer Tageseinnahmen. Bar auf die Hand. Ein Job ohne schriftlichen Arbeitsvertrag und ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 8,50 Euro. Dieses Angebot zeigen wir dem Arbeitsrechtler Peter Schüren. Er kennt solche Anzeigen für Rentner zur Genüge. Oft steckt Schwarzarbeit dahinter. Warum es häufig vorkommt? Na, weil halt wenig kontrolliert wird und der soziale Druck nicht so groß ist. Ne? Das wird sich in dem Moment ändern, wenn die Leute, die Arbeitgeber, die sowas machen, kräftig eins auf die Finger bekommen. Das heißt, scharf durchgegriffen wird, kontrolliert wird, Bußgelder verhängt werden. Tatsächlich aber kommt der Zoll mit seinen Kontrollen kaum hinterher. Immer mehr Rentner drängen auf den Arbeitsmarkt und nehmen alles an, was ihnen geboten wird. Waren es 2003 noch 352.000 Senioren mit Job, sind es nun bereits 767.000. Mehr als doppelt so viele. Und diese Zahlen steigen weiter an. Vor allem Frauen suchen im Alter häufig einen Nebenjob. Sie haben die niedrigsten Renten und diese Not nutzen Arbeitgeber gerne aus. Irmgard Müller hat eine ganze Reihe ausbeuterischer Minijobs hinter sich. Aus Scham und Angst vor Repressalien will sie ihr Gesicht nicht zeigen. Je mehr sie das Geld brauchen, umso mehr Stunden arbeiten sie für wenig oder nichts, fast nichts. Von 8,50 Euro brauchen sie nicht zu rechnen. 4, 5, 6, mehr nicht. Als Spülkraft in einer Großküche verdient sie 6 € die Stunde, ohne Arbeitsvertrag. Wer sich beschwert, fliegt raus. In einer Druckerei faltet sie Prospekte am Fließband für 5 € die Stunde. Wie ist das möglich in Zeiten des Mindestlohns? Die einzige Möglichkeit, unauffällig zu betrügen, ist beim Mindestlohn die Arbeitszeit höher zu fahren und diese Zeit dann nicht zu bezahlen. Die schlechtesten Erfahrungen macht Irmgard Müller als Putzfrau. Manchmal wird sie gar nicht bezahlt. Haben sie zwar 4 Stunden geputzt, aber wenn er kein Geld rausrückt, haben sie nichts. Furchtbar. Ist sehr demütigend.
Fälle wie diese, immer öfter landen sie hier, bei der Rentnergewerkschaft Deutschland. Der Verein kümmert sich um Menschen in der Altersarmut. Ein Thema aber, das dabei eine immer größere Rolle spielt: Wie kommen Ältere mit Nebenjob zu ihrem Recht? Es gibt bei uns im Bereich in Dingolfing auch viele Rentner, die Flaschen sammeln, Zeitung tragen und so weiter. Also das ist schlecht ausgedrückt und tolle Sau. Wenn man sich nicht zusammenschließt, dann hat man überhaupt keine Lobby. Über die Internetseite des Vereins und soziale Netzwerke baut der Vorsitzende Jürgen Wuttke Ortsgruppen in ganz Deutschland auf. Das bringt regen Zulauf. Bis heute haben sich bereits über 32.000 Rentner beraten lassen, die sich im Job mies behandelt glauben. Dieser Niedriglohnsektor gehört unseres Erachtens eliminiert. Zurück zu Michael Schirdewan. Plus Minus begleitet den Rentner mit versteckter Kamera auf Jobsuche. In einer Waschanlage heißt es: Sie können bei uns die Innenreinigung machen von den Autos, Polster, Armaturen und Scheiben. Aber das muss schnell gehen. 10 Minuten pro Auto, verstehen Sie? Akkordarbeit. Und das mit 75. Das ist also richtig heftig. Supermärkte und Einzelhändler winken gleich ab, alle Stellen vergeben. Und in der Gastronomie bekommt er dieses Angebot: Du kannst bei mir Pizza ausfahren, okay, ich gebe dir 6 Euro die Stunde und du kannst essen und trinken umsonst. Aber das ist ja noch nicht mal der Mindestlohn. Das ist das gleiche wie Mindestlohn oder sogar besser, weil du kannst ja essen und trinken umsonst. Naturalien statt Bares, auch das ist leider Realität in Deutschland. Am Ende stehen 10 Bewerbungsgespräche und kein Nebenjob für den Rentner. Besonders schlimm, 5-mal soll er schwarz arbeiten oder unter der Mindestlohngrenze. Was machen Sie eigentlich, wenn es Ihnen am Wochenende mal so richtig schlecht ist? Der Montag ist noch weit weg und dann Horror obendrein. Denn das Wartezimmer läuft über. Man wartet ewig. Vom Termin beim Facharzt brauchen wir nicht reden, der dauert noch länger. Und Hausbesuch macht kaum einer mehr. Also ich gehe dann schon mal in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Und das machen immer mehr. Das ist aber das Problem in der teuren Notfallversorgung. Dafür ist sie nicht da. Rettungssanitäter im Einsatz. Und wieder ist es kein Notfall. Und da fragt man sich halt schon, warum fahren wir jetzt hier hin und nach einer Woche, wo die Sache eigentlich schon rum ist. Keine Zeit für den Hausarzt? Dann geht's eben am Wochenende zum Bereitschaftsdoktor. Keine lange Wartezeit. Was Besseres gibt's nicht. Notaufnahme Krankenhaus. Die Ärzte wissen genau, warum die Patienten kommen. Und da gibt es schon den einen oder anderen Patienten, der den Weg in die Notaufnahme sucht und dann glaubt, dass er schneller fachärztlich untersucht wird. Der Rettungsdienst. Wir sind in Hanau beim Deutschen Roten Kreuz. Plus Minus begleitet Martina Helfrich und Stefan Froschhäuser bei ihrer 12-Stunden-Schicht. Ein Notruf. 112. Jetzt setzt eine Maschinerie ein. Rettungswagen. Teure medizinische Ausrüstung. Das kostet. Pro Einsatz 500 Euro. Und dann das. Und dann fährt man hin und dieser Notfall, der als Notfall geschildert wird, gar kein Notfall ist, der halt dann schon eine Woche alt ist und letztendlich nur in Bauchschmerzen geendet ist. Und von wegen Einzelfall. Die Protokolle von Martina Helfrich belegen, jeder dritte Einsatz ist kein Notfall. Beim Deutschen Roten Kreuz genauso wie bei allen großen Rettungsdiensten wie Arbeiter-Samariter-Bund oder der Johanniter-Unfallhilfe. Warum nur? Ja, es ist einfacher, abends um 10 einen Rettungsdienst zu rufen, als mittags um 12 zum Hausarzt zu gehen. Da müsste man ja vielleicht warten. Selbstbedienungsmentalität der Patienten. Und die kostet die Krankenkassen richtig Geld. Beispiel Rettungswagen. Von 700 Millionen Euro im Jahr 2000 stiegen die Kosten für solche Einsätze auf 1,7 Milliarden. Ein satter Anstieg um 147%. Unglaublich. Knapp ein Drittel dieser Kosten ausgegeben für Einsätze, die keine Notfälle waren. 560 Millionen Euro im Jahr kommen da zusammen. Das zahlen am Ende alle Versicherten mit. Und in dieser Nacht wird es noch dreister. Die Retter in der Not missbraucht als Chauffeure. In dem Fall war es tatsächlich so, weil er vor 3 Tagen schon von seinem Hausarzt gesagt bekommen hat, er soll ins Krankenhaus gehen. Aber er war der Meinung, nachts ist weniger los und dann fährt er nachts mit dem Rettungsdienst. Bilanz der 12-Stunden-Schicht: 7 Einsätze, 3 davon keine wirklichen Notfälle. Weiter zum Bereitschaftsarzt. Der ärztliche Notarzt ist über die Zentralnummer 116 117 erreichbar.
Wir treffen Bereitschaftsarzt Martin Nottrott an einem Sonntag. 24 Stunden Dienst im Vogelsberg, einer sehr ländlichen Region. Und auch hier wieder Patienten, die keine Notfälle sind. Es ist natürlich ein Vorteil, so ein Notdienst, dass man montags beim Hausarzt nicht so lange warten muss. Ich bin Fernfahrer. Ich kann nur am Wochenende zum Arzt. Und so geht es weiter. Patienten haben nur Wehwehchen oder brauchen ein Rezept. Von wegen Notfall. Den Eindruck hat man manchmal, also dass die Leute wirklich hierher kommen, es passt gerade oder mir ist langweilig oder auch wir können ja mal gucken lassen, so nach dem Motto, das Wetter ist schlecht. Sein nächster Einsatz. Eine Nachricht aus der Bereitschaftszentrale. Jetzt muss er 50 Kilometer fahren. Und die Patientin, eine alte Bekannte, sie ruft gerne mal sonntags an. Sowas ärgert ihn. Im Endeffekt stellt sich raus, dass diese angegebenen Symptome nicht der Wahrheit entsprechen. Und sowas ist ärgerlich, weil wirklich andere Menschen, die vielleicht dringender und nötiger Hilfe brauchen, die werden dann halt zu spät versorgt. Bilanz seines 24-Stunden-Dienstes? 11 Hausbesuche, 4 davon Lappalien. Pro Besuch kostet das die Kasse durchschnittlich 150 Euro. Allein bei nur einem Landarzt wie diesem, an nur einem Sonntag, summiert sich das auf 600 Euro. Ausgegeben für Patienten, die definitiv keinen Notarzt brauchten. Und so wie er sind Hunderte von Ärzten jedes Wochenende in Deutschland unterwegs. Da kommen Ausgaben in Millionenhöhe zusammen. Drittes Beispiel, die Notfallambulanzen der Klinik. Auch hier ist längst die Patientenlawine angekommen. Und besonders hier hat es drastische Folgen. Wir sind in der Notfallambulanz des Klinikums Leverkusen. Es ist Donnerstag. Jetzt sind die Haus- und Fachärzte noch erreichbar. Trotzdem ist es hier voll. Nur Notfälle? Also ich bin eigentlich kein Notfall für meine Begriffe. Und wenn man dann zu Facharzt muss, muss man wahrscheinlich noch eine Überweisung holen oder dann noch einen Termin machen und tagelang darauf warten. Hier wird man halt direkt, wird einem direkt geholfen. So suchen sich die Patienten ihre eigenen Lösungen. Wir begleiten Internist Dr. Roland Geppert bei seiner 8-Stunden-Schicht. Diese junge Frau leidet seit 5 Tagen unter Schwindel. Also meistens habe ich eine Blutabnahme dann, man sieht dann, ob alles in Ordnung ist, ein EKG. Ich wohne halt auch direkt um die Ecke. Das Rundum-Paket, kurzer Weg, Facharztbehandlung, so kommt sie zum 3. Mal in diesem Jahr. Und sie ist kein Einzelfall. Die Klinik schleust Patienten durch, die zwar einen Arzt benötigen, aber keinen teuren Notdienst. Und das sind Patienten, die uns manchmal auch Schwierigkeiten machen, um dann die wirklichen Notfälle zeitgerecht zu versorgen. Und nicht nur das. Besonders für die Klinikambulanzen wird diese Patientenmentalität richtig teuer. Allein hier in Leverkusen zeigt sich die Dimension. 45.000 Patienten jährlich. Und mit jedem Einzelnen wächst das Defizit. Wir kriegen um die 35 Euro pro Patient und wir haben aber Kosten von ca. 130 Euro. Das ist das Defizit und das muss das Krankenhaus quersubventionieren aus dem stationären Bereich. 95 Euro miese pro Patient. Umso katastrophaler, wenn auch hier ein Drittel der Patienten nicht hergehört. Das verursacht allein in dieser Klinik Kosten in Höhe von 2 Millionen Euro pro Jahr. Mit diesem Geld könnte die Klinik 35 Pflegekräfte einstellen. Die Bilanz von Dr. Roland Geppert in seiner 8-Stunden-Schicht? 17 Patienten, 7 ohne Not. Überall, ob in Krankenhäusern, beim ärztlichen Bereitschaftsdienst und beim Rettungsdienst, Milliarden unnötig ausgegeben im Notfallsystem, weil immer mehr Patienten den für sie bequemsten Weg wählen. Ja, Sie haben es gesehen, das ist eine ganz heikle Geschichte. Es geht natürlich nicht darum, jemanden vom Notdienst fernzuhalten. Aber der Grad zur Bequemlichkeit ist schon sehr schmal und teuer für die Krankenkassen und für uns alle. Die Politik und die Kassen haben noch keine Lösung gefunden. Diskutieren Sie mit uns auf unserer Facebook-Seite. Die Sparkassenfiliale nebenan gehört für viele von uns dazu. Sie war eben schon immer da. Die meisten Bundesbürger haben dort ihr Geld liegen, da ist es auch schön sicher. Und wenn man mal was braucht oder es ein Problem gibt, dann redet man eben miteinander. Vereine bekommen Spenden, die heimische Wirtschaft Kredite. Schöne deutsche Sparkassenwelt. Aber die hat ordentlich Risse bekommen. Denn die Sparkassen haben zunehmend ein Problem, das wir Sparer schon zur Genüge kennen. Die Niedrigzinsphase.
Wenn man mit Geldanlage und dem Geldverleih kaum mehr etwas verdient, dann bleibt nur noch eines übrig, an der Kostenschraube zu drehen. Und das verändert unsere schöne deutsche Sparkassenwelt kräftig. Die Kunden laufen uns davon. Vorschläge. Wir machen es wie die Sparkassen. Persönliche Beratung, immer eine Filiale in der Nähe. Die Werbung wird überall gemacht. Im Fernsehen, Zeitung und in die Orte machen sie die Sparkasse zu. Das ist keine gewöhnliche Bank. Da fließt das Geld in die heimische Wirtschaft. Es geht damit auch unsere Geschäfte den Bach runter. Die Sparkasse in der Werbung. Die Bank für jedermann, überall vor Ort. Und das ist die Realität. Wie hier im sächsischen Leukersdorf sind immer mehr Filialen dicht. Die Sparkassen sind in der Krise. Grund? Wegen der niedrigen Zinsen brechen ihre Einnahmen weg. Bankenexperte Martin Hellmich von der Frankfurt School of Finance sieht da nur zwei Möglichkeiten. Erschließe ich neue Geschäftsfelder? Passe ich mein Geschäftsmodell an oder senke ich die Kosten? Im Moment ist es, was neue Geschäftsfelder angeht, fehlt es schlicht an Ideen und Möglichkeiten. Also bleibt im Prinzip nur die zweite Option, die Kostensenkung. Die Sparkasse, wie sie jeder kennt, steht auf der Kippe. In vielen Regionen schlägt die Krise längst zu. Plus minus unterwegs im strukturschwachen Erzgebirge und in der boomenden Rhein-Main-Region. Im Erzgebirge schildert uns Sparkassendirektor Roland Manns, wie sein Institut geschrumpft ist. Los ging's mit dem Zusammenschluss von drei kleineren Landkreisen zum Erzgebirgskreis. Dann folgte die Fusion der drei kleinen Banken zur großen Erzgebirgssparkasse. Danach sank die Zahl der Angestellten um ein Viertel. Und die Zahl der Vorstände wurde noch deutlicher zusammengestrichen. Allein das spart mehr als 1 Million Euro pro Jahr. Wenn ich das Personal reduzieren soll und muss bei einer Fusion, dann sollten die Vorstände da gutes Beispiel sein. Wir sind gestartet in die Fusion mit 7 Vorständen. Und nach 15 Monaten, nach einem Vierteljahr, waren wir im Vorstand noch zu dritt. Andere Region, völlig andere Situation. Im Speckgürtel von Frankfurt am Main geht es den Sparkassen noch richtig gut. Vorstandskollege Horst Warnig von der Kreissparkasse Gelnhausen macht sich daher über Fusionen keine Gedanken. Der Main-Kinzig-Kreis hat immer noch 3 eigenständige Sparkassen. Hier bewegt sich viel, hier sind viele Unternehmen angesiedelt. Und deshalb kann sich das auch jede Sparkasse leisten, weil auch in der Zukunft die Erträge noch auskömmlich sind, selbstständig zu bleiben. Der Rückzug aus der Region ist im Main-Kinzig-Kreis kein Thema. Im Gegenteil, jetzt kommen sogar 2 neue Filialen hinzu. Mini-Geschäftsstellen wie hier in Hanau-Mittelbuchen stehen für Kundennähe bis in den letzten Winkel. Und persönlichen Service wie in alten Zeiten. Zur Freude von Vera Mensch, Sparkassenkundin seit 30 Jahren. Man hat eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut über viele Jahre. Und das möchte man nicht missen, auf keinen Fall. Im Erzgebirge dagegen sieht die Sparkassenwelt inzwischen ganz anders aus. Was hier passierte, ist bislang wohl einmalig in der Sparkassengeschichte. Seit Januar 2014 ist das Netz drastisch ausgedünnt. Mehr als jeder dritte Standort ist geschlossen. Das sind 38 Filialen weniger. Die ist einfach zugemacht worden. Einfach weg. Es geht damit auch unsere Geschäfte den Bach runter. Was wollen wir machen? Wir müssen uns ja abfinden damit. Klar ist es tragisch, aber irgendwie müsste ja weitergehen. Was die Kunden andernorts schon von der Post kennen, gilt im Erzgebirge jetzt auch für die Sparkasse. Agentur statt Filiale. Bargeld zum Beispiel gibt's jetzt im Fahrradladen. Das wünscht sich natürlich keiner. Ich würde ja auch lieber 10 Filialen nochmal neu eröffnen. Aber man muss ja als Vorstand, das erwartet man von uns ja auch, einen Weitblick haben, wo geht die Entwicklung im Bankgeschäft hin. So bedroht wie nie ist das Geschäftsmodell der Sparkassen. Und das funktioniert so. Die Bank zahlt den Kunden für Guthaben Zinsen. Die sind über die Jahre leicht zurückgegangen. Zugleich kassiert sie für Kredite grundsätzlich höhere Zinsen. Aber diese Kreditzinsen sanken drastisch. So schmolz die Zinsdifferenz von 4,2 auf 1,7. Die zentrale Einnahmequelle, mehr als halbiert. Viele Sparkassen leben natürlich auch noch von Geschäften der Vergangenheit, wo die Zinsdifferenz noch größer war. Es ist sicher richtig, wenn die Zinsen lange niedrig bleiben, und momentan sieht das auch so aus, dass es nicht so bald eine Zinswende geben wird, dann natürlich wird das für die Sparkasse eng.
Wird es eng, trifft es sogar das boomende Rhein-Main-Gebiet. Und nicht nur Sparkassenkunden, sondern alle. Denn Spenden, wie die 10.000 Euro für die neue Orgel der Marienkirche von Gelnhausen, gehören einfach zum Wesen einer jeden Sparkasse. Ein paar Kilometer weiter schon das nächste Beispiel. Die Kinderfeuerwehren können sich auf die Spenden ihrer Sparkasse verlassen. Bisher jedenfalls. Von diesem Geld kaufen wir zum Beispiel Spiele, Bastelbedarf, was wir so uns nicht leisten könnten. Typisch die endlose Liste der Spendenempfänger in Gelnhausen. Das sind Kindergärten oder auch Schulen. Kulturprojekte unterstützt die Sparkasse ebenso wie soziale Initiativen oder auch den Sport. Alles zusammen rund 400.000 Euro pro Jahr. Doch je länger die Zinsen niedrig bleiben, umso realistischer wird das bisher Undenkbare. Dann würden wir neben vielen anderen Maßnahmen auch überlegen müssen, unsere Spenden- und Sponsoringleistungen etwas zurückzunehmen. Weil wir können letztendlich nur das ausgeben, was wir vorher auch verdient haben. Und dann erkennen wir unsere Sparkassen kaum wieder. Aber die gab's doch schon, als ich noch klein war. Und als ich klein war. Und als ich klein war. Übrigens geht es den Volks- und Raiffeisenbanken genauso. Ob Sparkassen oder Genossenschaftsbanken, sie sitzen mit uns im selben Boot und ächzen ordentlich unter den niedrigen Zinsen. Was also tun? Schließlich haben wir 5 Billionen Euro, eine unvorstellbar große Zahl, alle zusammen auf der hohen Kante liegen. Aber wenn es ja nunmehr keine Zinsen gibt. Eine Möglichkeit wäre, das Geld vor der eigenen Haustüre anzulegen, dort, wo wir wohnen und fahren. Bedarf gibt es ja genug. Möglichkeiten im kleinen Rahmen auch schon. Jetzt aber haben die Politiker den Bürger als großen Investor entdeckt. Wir sollen im ganz großen Stil einsteigen. Nur haben wir auch Lust darauf? Wir haben mal nachgesehen. Kaputte Autobahnen, Baustellen, zerfallene Brücken, Straßen, Schulen. Es gibt einen hohen Investitionsstau in Deutschland, geschätzte 90 Milliarden Euro. Da soll nun vor allem einer aushelfen, der Bürger. Wirtschaftsminister Gabriel ist sich mit seiner Expertenkommission einig. Der Bund hat zu wenig Geld, der Bürger zu viel. Und da stellt sich Gabriel nur die Frage, wie wir eigentlich den in der Gesellschaft ja durchaus vorhandenen Reichtum, das existierende Kapital in unserer Gesellschaft auch nutzen können, stärker nutzen können zur Beseitigung der Investitionsschwäche. Der Bürger soll zahlen, aber eben auch profitieren. Er investiert in ein staatliches Projekt eine gewisse Summe Geld und bekommt es nach einer bestimmten Laufzeit festverzinst zurück. Gewinner sollen beide sein, Politik und Bürger. Aber funktioniert das? Plus Minus reist quer durch Deutschland, fragt: Wollen die Deutschen überhaupt Geld in Infrastruktur investieren? Wann funktioniert das? Wann nicht? Und wer würde den deutschen Wirtschaftsminister überhaupt Geld leihen? Grundsätzlich nein. Nee. Weil es kommt ja nicht da an, wo es hin soll. Ich denke immer, man soll das nur ausgeben, was man auch zur Verfügung hat. Östrich-Winkel im Rheingau. Die kleine Gemeinde war vor 3 Jahren etwas knapp bei Kasse. Aber die Feuerwehr brauchte dringend Geld. Für die Umstellung auf Digitalfunk. Das ist eine gesetzliche Auflage, da kommt die Kommune auch nicht drum rum. Und es hätte bezahlt werden müssen, egal wie. Und wenn halt andere Investitionen dafür gestrichen worden wären. Das wäre wahrscheinlich dann eine mögliche Konsequenz gewesen, ja. Die Kommune leiht sich das Geld bei den Bürgern. 83.200 Euro. 2012 für viele besser als auf dem Sparbuch. Zins 0,76%, Laufzeit 6 Jahre. Die Bürger bekommen natürlich einen Zins für ihr Geld, was sie der Stadt leihen. Der ist natürlich momentan relativ niedrig aufgrund der allgemeinen Zinslage. Aber sie partizipieren natürlich auch an städtischen Vorhaben, können sich eben beteiligen, identifizieren sich am Ende natürlich auch ein Stück weit mit unseren Projekten hier in der Stadt. Willig. Bürgermeister Hayes auf dem Weg in die neue Schulmensa. Stolze 2 Millionen Euro hat sie gekostet. 1,7 davon haben die Bürger der Kommune geliehen. Dafür bekommen sie 3,6% Zinsen. Laufzeit 20 Jahre. Er war der Erste, der investiert hat. Ich mache da auch kein Bankgeheimnis draus. Mit meiner Frau gesprochen. Ich sage, sollen wir da mal
10.000 Euro parken und meine Frau sagt, ja, da musst du wissen, ich brauche mein Haushaltsgeld, wenn da nichts wegfällt, dann bleibt es so und dann haben wir das auch gemacht. Und diese 10.000 Euro, die werden jetzt also jährlich mit 3,6% verzinst, einschließlich Zinseszinsen. Über 100 Bürger in Willich haben sich beteiligt. Das Projekt war für die Stadt ein voller Erfolg. Ein Modell, das Schule macht. Die Mainzer Agentur Leih deiner Stadt Geld hat sich auf das Thema spezialisiert. Am besten funktioniert das, wenn der Bürger direkt sieht, was mit seinem Geld passiert. So Geschäftsführer El Maluki. Ich habe hier als Bürger, übernehme ich die Finanzierungsleistung, die sonst eine konventionelle Bank übernehmen würde, und erhalte dafür die finanzielle Rendite, die die Bank sonst erhalten würde. Also ich übernehme eine Finanzierungsrolle und den Finanzierungspart und dafür werde ich vergütet. In der Kommunalpolitik also und für erneuerbare Energieprojekte geben die Bürger gerne ihr Geld. Inzwischen gibt es über 100 Projekte. Den Bürger unterschätzen sollten die Politiker allerdings nicht. Rückblick: Sommer 2013. Der Stromriese TenneT und Bundesumweltminister Altmaier werben gemeinsam für die Westküstentrasse. Die 200 Kilometer lange Stromtrasse soll die erste Bürgerleitung Deutschlands werden. Die Anwohner sollen finanziell teilhaben. Anleihen kaufen. Beim Netzbetreiber TenneT. Rendite 5%. Altmaier ist begeistert. Wir haben heute hier in Schleswig-Holstein Geschichte geschrieben für ganz Deutschland, weil ich überzeugt bin, dass dieses Projekt, das wir heute gestartet haben, große Wirkung entfalten wird. Das Kalkül, ein vor Ort umstrittenes Projekt über die finanzielle Teilhabe schmackhaft zu machen, geht nicht auf. Die Nordfriesen ziehen nicht mit. Die Sache floppt. Nicht mal 100 Anleihen wurden verkauft. Helga Giltja aus Dietmarschen wollte sich nicht kaufen lassen, wie sie sagt. 160.000 Haushalte wurden angeschrieben. Also diese Werbebroschüre, die in alle Haushalte ging, sagt uns also, ihre Energiewende direkt vor Ort, Bürgeranleihe Westküstenleitung. Aber direkt vor Ort bekommen wir nur diese Riesentrassen mit ihrem Elektrosmog. Die Westküstentrasse wird trotzdem gebaut, überirdisch und gegen den Willen fast aller Bürger, die dort leben, aber ohne ihr Geld. Dabei funktioniert, dass Bürger sich an Strom beteiligen, wenn sie den Sinn sehen, so wie in Saarbrücken. Die Stadt hat Fernwärmekraftwerke gebaut, dafür haben Bürger 9 Millionen Euro geliehen, Rendite 4%, Laufzeit 10 Jahre. Stadtwerkechef Peter Edlinger betont auch die Sicherheit seiner Anlage. Im Grunde genommen sind wir als 100% der kommunale Gesellschaft eine gute Wertanlage und wir werden alles dran setzen, dass das auch so bleibt. 90 Milliarden gegen den Investitionsstau. Will Bundeswirtschaftsminister Gabriel auch nur einen Teil davon von den Bürgern, dann gilt, die Menschen wollen sehen, wohin ihr Geld geht, den Nutzen des Projekts verstehen und auch gern vor der Haustür investieren. Aber es funktioniert nicht, wenn es nur politisch gewollt ist. Was noch wichtig war an diesem Tag, das erfahren wir an dieser Stelle wie immer von den Tagesthemen. Thomas Roth in Hamburg, worauf liegt heute Ihr Schwerpunkt? Markus Gönne, bei uns geht es heute um die Quote, mit der Flüchtlinge in Zukunft gerechter auf alle 28 EU-Länder verteilt werden sollen. Heute wurde die Flüchtlingsquote in Brüssel vorgestellt und diskutiert, aber der Widerstand dagegen ist in vielen Ländern enorm. Der Streit um die Flüchtlingsquote, das ist gleich eines unserer Tagesthemen. Vielen Dank, Thomas Roth in Hamburg. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen. Mehr Informationen zur Sendung gibt es im Videotext auf der Seite 375 und unter plusminus.de. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend bei uns im Ersten.